Ich möchte dir heute einen einfachen Gebetsleitfaden mitgeben, der dir hilft, im Gebet neu durchzustarten und dran zu bleiben. Hey, mein werter Freund und meine werte Freundin von Stay on Fire. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Thaddäus und ich möchte dir heute einen einfachen Gebetsleitfaden mitgeben, der dir hilft, im Gebet entweder ganz neu zu starten oder wieder neu anzusetzen und dran zu bleiben. Diese Methode ist weder heilig noch super speziell, mysteriös, sonst was. Es ist einfach nur ein Gebetsleitfaden. Es gibt ganz unterschiedliche Gebetsleitfaden, die haben alle ihre Berechtigung. Den ich hier heute mitgeben möchte, der ist wirklich ganz einfach. Und ich habe selbst in meinem Leben erlebt, je einfacher die Dinge sind, desto besser setzen sie sich durch. Deshalb habe ich mit diesem Gebetsleitfaden enorm positive Erfahrungen gemacht. Und er besteht aus drei Bestandteilen. Aus Danke, Bitte und Veränderung. Danke, Bitte und Veränderung. Ziel ist es, dass du in deinem Gebet alle drei Aspekte durchgehst und dich disziplinierst, in den einzelnen Aspekten auch bei dem Aspekt zu bleiben. Das bedeutet, wenn du jetzt anfangen würdest, zum Beispiel jeden Morgen einfach mit Gebet in den Tag zu starten, suchst du dir eine Sache, wofür du Gott danken möchtest. Vielleicht auch mehrere Sachen von dem letzten Tag, die dich bewegen, wofür du dankbar bist, und du versuchst dich in diesem Anfang von dem Gebet wirklich zu disziplinieren und zu sagen, wenn ich jetzt abschweife in Anliegen, wofür ich Gott bitte, dann sage ich nein, ich bin gerade noch beim Danke sagen. Und das hilft dir auch, gedanklich auf der Spur zu bleiben. Dann gehst du zum zweiten Aspekt, zu Bitte. Vielleicht hast du dir Dinge aufgeschrieben, für die du beten möchtest. Vielleicht Personen, Freunde, vielleicht Familie, vielleicht auch deine eigene Situation. Du bringst diese Anliegen vor Gott und sagst Gott ganz authentisch das, was du brauchst. Weil in der Bibel steht, bittet und ihr werdet erhalten. Und auch hier möchte ich dich einladen, bei der Sache zu bleiben und diesen Aspekt wirklich voll auszuschöpfen und zu sagen, jetzt bin ich hier, jetzt darf ich bitten, jetzt komme ich vor Gott genau mit diesen Anliegen, die ich habe. Beim dritten Aspekt, den nenne ich mal Veränderung, den kann man auch anders nennen, aber Veränderung bedeutet, das sind die Punkte, wo ich merke, ich bin mit Gott unterwegs und ich brauche Veränderung, ich brauche auch an manchen Punkten Umkehr, vielleicht brauche ich auch an manchen Punkten Vergebung, und all das bringe ich vor Gott und sage, Gott, ich bitte um Vergebung für das, was ich da getan habe, ich bitte um Veränderung und um deine Hilfe für Entwicklung, Wachstum in meinem Leben. Dieser Part meint sozusagen ganz konkret deine persönliche Nachfolge, dein persönlicher Prozess im Glauben, und da kannst du das in diesem Aspekt fokussieren. Und so hast du diese drei Aspekte, Danke, Bitte, Veränderung, und ich lade dich ein, das einfach mal auszuprobieren. Geh doch mal am nächsten Morgen auf deine Knie und starte mit diesem Gebetsleitfaden deinen Tag. Du wirst merken, dass es dir sehr viel einfacher fällt, gedanklich dran zu bleiben und auch einen klaren Kopf im Gebet zu behalten. Es wird dich inspirieren und hoffentlich ermutigen. Außerdem ist es natürlich großartig zu sehen, wie Gott auch durch Gebet in deinem Leben tatsächlich Dinge tut, bewegt, die ohne Gebet vielleicht nicht passiert wären. Und das ist meine Einladung für dich. Wie gesagt, das ist ein Gebetsleitfaden, das ist nicht der Gebetsleitfaden, es ist auch nicht irgendwas Mysteriöses, es ist einfach nur eine Hilfe. Vielleicht hast du etwas anderes, dann schreib es gerne in die Kommentare oder schreib uns per WhatsApp. Ansonsten war es das für heute mit diesem Gebetsleitfaden. Und ja, zum Abschluss sagen die einen auf Wiedersehen, die anderen sagen, stay on fire.